Das Oldenburgische Infanterieregiment Nr. 91 ging 1867 als preußischer Heeresverband aus dem unter selbständigem oldenburgischem Kommando stehenden Großherzoglich Oldenburgischen Infanterieregiment hervor, das seit 1813 bestand. Das Regiment erlitt im Ersten Weltkrieg erhebliche Verluste und wurde kurz nach dessen Ende aufgelöst. Gründung: Oldenburg war lange Zeit ohne eigenes Militär. Es bestand nur ein kleines herzogliches Infanteriekorps mit rein repräsentativen Aufgaben. Ende des 18. Jahrhunderts bestand diese sogenannte Knobelgarde aus nur etwa 50 Mann. Mit dem Beitritt zum Rheinbund 1806 musste Oldenburg eine Rheinbund-Kontingentstruppe aufstellen, die im Wesentlichen aus auswärtig angeworbenen Söldnern bestand. Nach der Annexion Oldenburgs durch Frankreich wurde diese Truppe dem kaiserlich-französischen 129. Linien-Infanterieregiment eingegliedert und im Russlandfeldzug aufgerieben. Nach der Befreiung von napoleonischer Herrschaft konstituierte sich das Herzogtum neu. Der zurückgekehrte Herzog Peter Friedrich Ludwig führte am Weihnachtstage 1813 die allgemeine Wehrpflicht ein und stellte ein Infanteriekorps aus zwei Bataillonen zu je vier Kompanien auf. Entwicklung: Sowohl die Ausrüstung wie die Ausbildung der Oldenburger Infanterie verlief schleppend. Im August 1814 wurde die Truppe dem Kommando des aus Oldenburg stammenden Oberst Wilhelm Gustav Friedrich Wardenburg unterstellt, der in russischem Dienst militärische Erfahrungen gesammelt hatte. Die Erstausrüstung der nun als Regiment bezeichneten Truppe geschah mit dem veralteten englischen India Pattern Gewehr. Aus den Kämpfen in Frankreich 1815 brachte das Regiment vier Beutegeschütze mit zurück nach Oldenburg. Nach der Rückkehr erhielt das 1. Bataillon seine Garnison in Oldenburg, die Kompanien des 2. Bataillons wurden auf die Städte Delmenhorst, Jever, Varel und Vechta verteilt. 1831 wurden die Oldenburger Truppen zu zwei Regimentern mit jeweils 10 Kompanien aufgestockt und mit Kontingenten von Hamburg, Bremen und Lübeck zu einer Infanteriebrigade unter oldenburgischem Kommando vereint. Nach dem Krieg um Schleswig-Holstein 1848 / 49 wurden die Reste der beiden Oldenburger Regimenter 1850 wieder zu einem Oldenburger Infanterieregiment vereinigt, das nunmehr drei Bataillone mit je vier Kompanien umfasste. Unter dem 1860 zum Oberkommandierenden berufenen preußischen Generalmajor von Fransecky wurde das Regiment in kurzer Zeit waffentechnisch aufgerüstet. 1861 mit dem Zündnadelgewehr M/41 und 1864 auf das Füsiliergewehr M/62. 1867 erhielt das Regiment durch den Beitritt Oldenburgs zum Norddeutschen Bund seine Bezeichnung als Oldenburgisches Infanterieregiment Nr. 91, unter der es nunmehr als preußischer Verband geführt und ausgestattet wurde. Die Bewaffnung wurde wieder auf das Zündnadelgewehr M/41 umgestellt, das Regiment erhielt die Aufgabe der Küstenverteidigung. 1883 wurde im Zuge einer preußischen Heeresreform ein 4. Bataillon aufgestellt, das jedoch 1887 zur Aufstellung des 164. Infanterieregiments in Hameln wieder abgegeben wurde. Der spätere Reichspräsident Paul von Hindenburg kommandierte das Regiment von 1893 bis 1896. Ab 1897 führte das Regiment eine Kokarde in den oldenburgischen Landesfarben Blau-Rot-Blau. Die Ausrüstung mit Waffen wechselte mehrmals, bis schließlich 1805 das K98 eingeführt wurde. Nach der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg wurde das Regiment im Dezember 1918 aufgelöst. Heute ist in Oldenburg die 91er Straße nach dem Regiment benannt. Am 18. September 1921 wurde in Anwesenheit von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg vor der Schlosswache auf dem Schlossplatz in Oldenburg das Ehrenmal für die im Ersten Weltkrieg Gefallenen des Infanterieregiments 91 eingeweiht. Es handelt sich um die Darstellung eines Löwen aus Muschelkalk von dem Bildhauer Hugo Lederer. Das Denkmal wurde 1960 auf den Theodor-Tantzen-Platz versetzt. Präsentiermarsch des Regiments war der Königlich Preußische Armeemarsch Nr. 1a, Regimentsmarsch war der Königgrätzer-Marsch. Einsätze: Für die Befreiungskämpfe des Jahres 1814 wurde das Regiment nicht mehr rechtzeitig einsatzbereit. Nach der Rückkehr Napoleons aus der Verbannung marschierte das Oldenburger Regiment 1815 nach Trier und schloss sich dem Norddeutschen Armeekorps unter General Friedrich von Kleist an.
Der erste Kampfeinsatz erfolgte bei der Einschließung von Mézières bei Sedan und Montmédy. Dabei wurden zwei Geschütze erbeutet, zwei weitere wurden Oldenburg nach dem Ende der Kämpfe zugestanden. Im Deutsch-Dänischen Krieg nahm das 1. Regiment und das 2. Bataillon des 2. Regiments 1848/49 an den Gefechten von Sundewitt, Rübel und Stenderup teil. Im Deutschen Krieg von 1866 kämpfte das Regiment als Teil der Mainarmee erfolgreich bei Hochhausen und Werbach, unter anderem gegen das 1. Badische Leibgrenadierregiment. Im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 gehörte das Regiment der 19. Division der 3. Armee unter Prinz Friedrich Karl an. Bei dem sogenannten Gefecht in den Tronviller Büschen bei Vionville erlitt das Regiment erhebliche Verluste und musste sich zurückziehen. Bei der Belagerung von Metz kam es erneut zum Einsatz und nahm danach noch an mehreren Gefechten teil. Bis 1873 verblieb das Regiment als Besatzungstruppe in Frankreich. Im Ersten Weltkrieg kämpfte das Regiment sowohl an der West- wie auch an der Ostfront, wobei es nur an Toten und Vermissten über 5000 Mann verlor, etwa ein Viertel. Es kehrte am 28. Dezember 1918 nach Oldenburg zurück.